Ich komme mit dir nicht klar. Er hat doch Glück gebracht, wir haben doch gewonnen. Gegner waren so verwirrt, dass sie verloren, dass er nicht klar kam. Wir können doch noch ein paar Matches nochmal wechseln. Ich wollte gerade sagen. Wir können die Autos auch wechseln. Ja, wir können ja jetzt mal. Wir haben jetzt eine neue Folge gerade, also wir haben jetzt nochmal zwei Matches. Ich mache immer zwei Matches pro Folge, das reicht. Da müsstest du ja jetzt aber schon etliche Folgen zusammen haben, ey. Das ist jetzt die fünfte. Da hast du erstmal wieder genug Material für die nächste Zeit. Nee. Ich hab jetzt nichts mehr gehabt sonst. Ich war jetzt auch mit dem Golfen durch. Ich bin jetzt eigentlich wieder also die Folge, die wir jetzt aufnehmen kommen, ist Freitag rausgekommen. Dann kommt Freitag raus, so rum. Scheiße. Mann! Da hat er schön nochmal aufgepasst, der hätte nämlich gepasst. Aber mit denen haben wir schon mal gespielt, mit Killer Bee Cheats. Der sagt mir jetzt gerade nichts. Aber ja, der Meek, der sagt mir was von denen. Die haben wir vorne schon mal gehabt. Das ist eines von den Teams, die wir vorne schon mal besiegt haben. Ja, kann sein. Ich kenne nur den einen von denen. Der, glaube ich, immer alleine war. Jetzt hat er seine Freunde dazu geholt. Naja, mal gucken. Oh. Nein, ich war voll vorbei. Ich bin voll vorbeigefahren von dem... Miss! Passt. Ja, der geht in Richtung Tor. Nee, wenn er nicht aufgepasst hätte, wäre der reingegangen. Die Richtung war... Oh, och Mann, Leute. Entschuldigung. Ich hätte ihn so schön noch ins Tor machen können. Aber ist ja kein Problem bei diesem fetten Auto, da kann das schon mal passieren. Ja. Kann der Fahrer ja, nicht... Ja. Oh nein, da stand noch einer am Tor. Ja, bei mir auch. Kann der Fahrer nicht Aber fahren. Aber jetzt... Ja! Genau. Sehr schön. Die haben sich den selber wieder reingemacht. Das war mein Schuss. Dann abgewehrt und jetzt kommt einer von denen wieder. Das ist der eben meinen auch rausgeholt hat noch. Mein Schuss. So geil. Ich glaube, die Eiswagen, die verwirren die Leute. Die kommen dann nicht drauf klar, ja. Ja. Oh, nicht mich anschieben. Nein. Du bist doch so ein bisschen weggesprungen. Ja, schön. Das ist reiner Psychoterror, den wir machen. Mit den Clowns. Tor. Ah ne, es war kein Gewalt, es war ein eiger Mann. Ich mögen die keine Clowns, ja. Okay. Tja, dumm gelaufen, ne, wenn ein Clown im Tor steht. Wenn keiner machen will, dann mache ich halt selber. So. Ich hab ihn der praktisch vorgelegt. Ja. Irgendwie wollte keiner von denen dahin, dachte ich mir, jetzt machst du noch selber dann einfach kurz. Vor allem deiner Kiff gelb und blau, auch nicht schlecht. Ja. Geht fast vor. Mann! Ich habe leider nur einen Gegner erwischt, nicht den Ball. Ja, der hat den noch gehalten, glaube ich. Das war meiner, glaube ich. Ich habe den, glaube ich, reingehauen.
Ja. Ich hab den nicht mehr ganz erwischt. Egal. Eigentor. Ja, aber dann darf ich auch mal ein Eigentor schießen. 2-1. Keine Sorge, ich mach gleich wieder einen auf der richtigen Seite, dann ist das okay. Ich bin gerade voll in die Mauer gesprungen. Das sah aus. So, mal da ein bisschen weg. Geh mal da weg, da. Mann, jetzt wurde ich gerempelt, aber ich glaube, der geht noch rein, ja. Ja, Baby macht den noch am Ende. Sehr schön. Ich habe reingebrämt. Wie wollte den keiner machen? Sehr schön. Ich wollte ja, aber ich werde immer von den Gegnern für den Ball verwechselt. Das ist das Problem. Die rammen ständig mich und nicht den Ball. Ja, du bist ja auch orange, ne? Du siehst ja auch so einen Ball, ne? Dann solltest du dringend mal abnehmen, Markus. Ja, ich bin sowieso so fett, ich weiß. Na gut, ich sollte die ganz leise sein, bei mir ist es genauso. Weg damit! Yes! Geil, dass die sogar hier auf der Map sogar auf Japanisch zählen. Ist auch nicht schlecht, das Detail. Hm? Ich leg mich mal aufs Dach, bin müde. Ich hau mal nicht weg. Ich glaube, die kriegen die Krise, von Clowns abgezogen zu werden. Ja. Immer diese Clowns! Psychoterror. Man muss sich eine Zeit an den Wagen gewöhnen. Ach so, Astro ist der neue Drift Queen, habe ich gerade gesehen. Auch nicht schlecht. Was? Stand unten drunter Drift Queen. Ja, passt doch. Jetzt haben wir sie nochmal. Komm, jetzt machen wir sie nochmal nass. Die träumen halt nachts schlecht. Voll die Mad Max Arena hier. Kann sein, dass das so eine ist, ja. Wobei bei der Arena wäre ich auf, ja, wer weiß, wer ist das Ding? Wo die da die Runden in Rennen fahren müssen, wo die sich auch gegenseitig umbringen dürfen. Demolition Derby? Nee. Weiß nicht, wie es heißt. Komm ich gerade nicht drauf. Nicht Demolition Derby. Mensch. Ich dachte, das Ding doch mal. Ich dachte, dreiteiligen Film darüber, also drei Teile halt. Ich glaube auch mit. Mensch. Weiß nicht, wie Diesel und so. Ja, genau, machen rein. Oh ja, nein. Zecken zu, schade. Jetzt aber! Nice, sehr schön. Lupf! Lupf! Ich glaube, wir haben neue Glücksautos, haben wir. Ja. Kababums! Mist, bin ich gerade durch den Ball durchgefahren? Auch nicht schlecht. Ich glaube nicht. Vielleicht drunter weg oder so. Oder dann vorbei. Yep. Sehr schön. Wie ich dann noch hinterher springe hinter Bill. Ich springe erstmal schön vorbei. Einer von denen, ja, ich hätte es schon gemacht irgendwie. Ja, irgendwie schon, ja. Ja, wenn Baby den versammelt hätte, dann wäre Markus da gewesen, glaube ich. Ah, verdammt, sind vorbeigeflogen.
Schön. Mal weg. Okay, er fühlt erstmal zerstört. Na egal, dafür habe ich ja vorhin den Ball noch erwischt. Mist. Meisterleistung. Komm, das müssen wir immer noch machen. Der müsste reingehen. Ja. Schlecht. Mich. Perfekte Vorlage. Merkst du was, Bibi? Wenn wir bumsen, kommt was Gutes bei raus. Ach Mensch. Gott. Das sind Informationen, die kein Mensch braucht. Weit wieder nach vorne damit. Schöne Vorlage von mir und Kev macht das Ding. Schön versenkt. Sauber. Mit Bandenvorlage und dann Kev macht das Ding rein. Ja, einmal ein bisschen leicht angehoben, dass da keiner mehr drunter kommt. Na, guck mal, die rasten schon wieder aus da oben. Ja. Die kriegen ja echt von uns nur noch auf die Socken, die Typen. Da ist eben gegen die gesponnen und davor haben wir ja auch gewonnen. Ich hab so hinter mir so ein Quatsch, wie so ein Blub gehört von so weit kaputt. Da machen wir es noch eins. Dafür gibt's noch eins fürs Wegspringen. So, Bot und jemand sprengt unsere Frau oder was soll das werden? Kann doch nicht sein, dass der Markus mehr Punkte hat als ich. Jetzt gehen sie alle. Zwei von den drei von denen sind raus. Die Spielaufgabe. Hat er noch die Socken gekriegt von den Clowns. Bam! Abräuber! Ich bin immer so müde. Ja, Markus, Man of the Match habe ich dir gerade abgenommen mit den zwei Toren noch am Ende. Die gemeinen Clowns. Ja. Keiner will mehr mit den Clowns steht, spielen. Steht immer noch Drift Queen bei Astro. Ja, klar. Wird sich ja auch nicht ändern, weil ich relativ oft hinten bin. Ja. Das sieht am besten mit aus, ne? Ja, ganz besonders, wenn du dich bücken würdest, mal. Das willst du aber... dir ein Turbo reinschieben. Davon träumst du. So. Guck mal, jetzt habe ich einen lila Clown. Mist. Ganz hab ich leider verpasst. Ich bin mal gespannt, wenn wir nachher die Typen wieder kriegen von dem, ob sie dann direkt gehen, ob die instant gehen. Ja, bestimmt Rocket League jetzt ausgemacht. Ja, die haben es gesagt, nee, heute ist genug. Und direkt die installiert. Die spielen nie wieder. Ja, sag ich.
Dann hauen die schön weit vorbei. Der bleibt da schön hängen, schade. Hab ihn. Ist gut. Mist. Hab ihn mir leider falsch vorgelegt, sonst ich hab ihn noch mal. Wär ich jetzt durch gewesen. Vielleicht krieg ich den. Fahr du Penner, hat er mir nicht noch gehalten. Wäre dann zweimal echt gut gehalten, sonst hätte. Jetzt wäre der drin gewesen. Oh, schön. Das war knapp. Das war verdammt knapp gerade. Scheiße. Ja, das hat ein bisschen irritiert. Boah, du Scheiße. Ich flieg hier einfach quer übers Feld, ne? Komm, ich hier nur 0-1. Das kriegen wir noch irgendwie gedreht. Ich hab ihn nochmal nach vorne gebracht. Mann! Oh. Nein! Der hat den! Ich wollte gerade ansetzen, da wurde ich wieder gerempelt. Der hat den noch gehalten, der wäre drin gewesen. Ich hab den erwischt. Der hat den echt. Oh, schade. Mann. Damit. Komm Leute, das drehen. Kann doch nicht sein, ne? Och Mann. Ey, die wissen nicht, wie sie 2-0 führen. Haben eigentlich klar die Chancen da vorne. Bringt das Ding nicht weg. Restball. Ja. Scheiße, ey, das. Und schon wieder. Nee, Latte. Alter. Sag mich grad, komm. Immer gelockt, aber. Die haben mehr Glück als Verstand in dem. Ja, haben Team. Die auch. Die haben 2-3 Dinge, haben die echt gut gehalten, muss ich sagen. Ich hab deinen Ball, meinen Ball noch eben zweimal. Wow. Da haben echt einen guten Torwart dahin, sonst hätten die das Ding nie gewonnen. Ist zum Kotzen. Da geht der vorbei. Sache, die wissen nicht, wie sie führen. Ja, und dann sowas, weißt du? Also, es tut mir leid, es ist ziemlich unverdient, was die da machen. Ich meine, sie machen die Chancen, ja. Aber das ist mir auch nicht. Hätte ich das Torwart die 2-3 Dinger nicht gehalten, wäre das Spiel anders ausgegangen. Und das nächste. Naja, der macht bei denen die Tore vorne drin und wir kriegen sie vor, kriegen sie bei denen nicht gesetzt, weil die einfach mehr als Glück jetzt verstanden haben da hinten drin.
Schade. Mit viel Glück kriegen sie dann noch die gegen sie uns gepackt heute. Machen wir nochmal eine kurze Pause oder? Ja, wir können jetzt mal die Pause machen. Ich folge es eh zu Ende. Also zurück zum Hauptmenü. Ja. Weil ich muss mich mal kurz auf Toilette. Das ist kein Problem, können wir hin, ich habe mal was zu trinken eben kurz.